Hallo und herzlich willkommen bei unserer Super Challenge in der Felddienstarena. Und zwar einmal haben wir Kero hier zu Gast und Memo. Und zwar werden wir ein paar TikTok-Videos angucken und dementsprechend nachahmen, nachmachen. Wir fangen an mit einem Gurken-Sushi. Danach gibt es eine Kartoffelspirale. Und zum Schluss gibt es eine kleine künstliche Sache. Und zwar werden wir Teig noch ein bisschen kneten. Mal gucken, wie die zwei Jungs das hier noch gleich schaffen. Habt ihr das soweit dann auch verstanden? Let's go. Super. Dann dürft ihr euch schon mal die Videos mal anschauen. Bist du jetzt so Joker? Können wir dich einmal nutzen, zweimal nutzen, ich dreimal? Ich bin ein Dauerjoker, aber okay. Ich werde mich erstmal raushalten. kurze Frage, wie seid ihr denn zu euren Positionen gekommen? Ich war erster Linksmittelfeldspieler, also Linksflügel. Ja, aber danach hat sich das halt so herausgestellt, dass der Trainer auf der Fünferkette umgestellt hat und dadurch dann die ganze Außenbahn hatte, defensiv, offensiv. Ja, und dann hat sich das herausgestellt, dass ich auch Linksverteidiger spielen kann. Dann kam es halt dazu, dass es meine Hauptposition geworden ist. Bei mir in der Jugend war das so, ich habe meistens vorne gespielt, ob das jetzt Flügel war oder Zehner war. Dann in der 19 hatte mein U19-Trainer eine gute Idee. Er hat gesagt, wenn du Profi werden willst, dann sind das die Positionen, also Außenverteidiger, die Position, wo man am meisten Chance hat, Profi zu werden. Dann wurde ich in einem Jahr Außenverteidiger und bin dann auch Profi geworden. Also ist sein Plan gut aufgegangen. Nicht schlecht aus. Ich bin fertig, ich brauche nur drei Stücke. Was? Welcher Verein, welches Team, was war euer größter Gegner? Frankfurt, glaube ich. Die haben sehr gute Spieler gehabt. Die haben ja jetzt letzte Saison haben die Europa League gewonnen. Die haben guten Fußball gespielt, aber wir haben gewonnen. Das war sehr schön. Du bist so doof, Digga. Du sollst Spirale machen, du sollst keine Scheiben machen. Was hast du denn gemacht? Ja, ich hab versucht, Spirale zu machen. Wie geht denn Spirale? Das einfach drehen. Du musst doch eine Spirale machen und den ganzen Kartoffel. Wie sieht's bei dir aus? Das sieht doch gut aus. Boah, Kero. Hier, wie Kim ist gesehen. Gut, dann stellen wir auf den Teller, ich mach die gleich nebenbei fertig. Guck mal, dann fängst du schon mal mit dem Teig hier an. Kopf rennen fast. So, Kero, deine Spirale sieht bombastisch aus. Ich hab Memo seine, brauche ich da gar nicht erst für nee. Da hast du auf jeden Fall gewonnen schon mal in dem Sinne. Memo hat es auf jeden Fall versucht. Hat fast geklappt. Da hast du auf jeden Fall einen Punkt gemacht. Ich muss jetzt bauen einfach. So, ich komme mal so langsam zum Endergebnis. Nee, das, was ist das? Das ist einfach Sushi, Teig. Memo, da hast du auf jeden Fall. Ja, da hast du auf jeden Fall einen Punkt, muss ich so sagen. Lass es! Bei der Spirale, Kero, hast du auf jeden Fall gewonnen. Und so wie es auch aussieht. Ja, schade. Bei deinem Kunstwerk mit dem Teig. Auch. 2-1 für dich, ne? Ja. Gut. Ja, 2-1 für Kero. Eiskalt gewonnen. Ich würde dann sagen, Dankeschön für das Mitspielen. Und ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Hat sehr Spaß gemacht. Dankeschön, bitteschön, gleichfalls. Ich würde sagen, einfach ja, viel Spaß wünsche ich euch noch. Alles Gute, viel Glück, Glück auf Dankeschön. In dem Sinne. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.